Moin, moin und hallo und willkommen zu Nerd Area. Das ist eine Prognose in FIFA 15 von der nächsten Champions League Partie. PSG Paris empfängt Chelsea, also ein Hochkaräter vor dem Herren. Und ja, ihr kennt die Reihe bei uns. Wir nehmen auf. Ich spiele im Weltklasse-Modus mit Paris gegen Chelsea. Ich glaube, da könnte ich echt auf den Sack bekommen. Vor allem, weil der Computer halt immer irgendwie anders spielt, als man es gewohnt ist. Aber was gibt es zu sagen? Beide Teams sind gerade eigentlich ziemlich gut drauf. Das kann man nicht abstreiten. Und ein bisschen dezimiert ist eigentlich Paris, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Ich habe jetzt einfach die Aufstellung genommen vom letzten Spiel. Und so mein reines Gefühl, eigentlich ist es so ein unentschieden Spiel, weil es sind zwei Top-Clubs. Aber ich schätze mal nicht, dass es dann irgendeine Klatsche gibt. Wenn dann geht es irgendwie sowas wie 2-1, 1-0, irgendwie so in der Dreh aus. Also würde ich einfach mal so einschätzen. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf solche Prognosen, ich meine, das kann man für die Bundesliga machen, habe ich ja auch schon getan. Für andere Ligen. Ach komm! Naja. Dann meldet euch einfach, schreibt was. Das ist ein bisschen doof, gegen den Computer zu spielen, das macht nicht wirklich auch nicht so viel Spaß. Das ist halt immer cool, das irgendwie zusammen zu machen. Aus dem Winkel kann man aber halten, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier gegen Weltklasse was reißen können. Aber nein, anscheinend nicht. Ich hasse es, gegen den Computer zu spielen, weil man echt nicht so schön spekulieren kann wie gegen echte Spieler. Und eigentlich Weltklasse hatte ich jetzt nicht so mega das Problem bis dato. Da habe ich eigentlich immer ganz gut auch gewonnen, aber es spielt sich halt einfach komisch. Immer einen Schritt zu spät, beziehungsweise hätte ich mich vielleicht erstmal einspielen sollen. Oh, und dann solche stinknormalen Pässe, die nicht hier ankommen, ne? Na komm. Ist halt krass, wie der weiß halt genau, wann er wie grätschen muss. Stellen die Räume zu. Ecke, oder? Ja, scheiße. Zu diesem Saisonzeitpunkt wird er wohl von seiner Ausbeute von 8 Treffern selbst ein bisschen enttäuscht sein. Da muss mehr kommen. Jetzt ins Tor! Ein Versuch der Balleroberung. Die verstehen sich blendend. Matuidi. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Wollte ich nochmal drüber stecken und hat nicht geklappt. Die Ball gewinnen. Ist scheiße, das funktioniert nicht so, wie ich das möchte.
Halbzeit 0-1 für Chelsea. Da ich meine, okay, ich hatte ja nicht wirklich Chancen. Könnte aber vielleicht auch so ablaufen. Aber wie gesagt, ich denke, es wird halt noch was relativ Entspanntes werden. Also wirklich halt so eine knappe Sache und kein... Oh, keine knappe... keine große Überraschung. Schätze ich. Das ist meine Prognose. Wir werden es natürlich dann sehen. Na komm mit, Ibra. Ach, da läuft er da hinten den... Statt die Gasse durchzulaufen, läuft er hinten lang. Ist auch ziemlich doof. Ach, Glück gehabt, David Luiz. Mit Ibra kann man halt auch mal schießen, ne? Das sollte man halt auch mal nutzen. Oh. Oh. Kommt Ibra nicht ran. Schade. Dass der Ibrahimovic sich so zurückzieht. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Ach komm! Junge! So, jetzt Ibra, lauf rein. Ach Gott! Wie lame von mir, ey. Wählen wir den Luiz aus. Rau. Hält er nicht fest. Und dann so ein blödes Tor. Naja, kann ich nichts für. Also beziehungsweise kann ich was dafür, aber es spielt sich halt einfach bloß lame. Ansonsten, ich würde euch echt mal empfehlen, spielt mal nur gegen den Computer. Das ist echt total scheiße. Das macht doch nur Spaß. Irgendwie so richtig. Den nehme ich. Aber schieße ich mit David Luiz oder schieße ich mit Ibra? Ibra, okay. Und die Mauer verkürzt den Abstand zum Ball. Da müsste der Schiri eigentlich eingreifen. Noch eine kleine Korrektur an der Mauer durch den Schiedsrichter. Den hat er ganz. Hätte ich mehr drücken müssen. Mit Ibra noch nie geschossen. Also, kein Dings, kein... Genau, weil Ibrahimovic auch den Ball nie kontrollieren kann, oder was? Ja, seht ihr? Uff. Da ist Ibra da und macht dann noch das 1-2 in Anschlusstreffer, was wichtig ist. Ja, da geht noch was nach
Aber trotzdem spielt sich es immer noch doof. Es steht 1 zu 2. Abseits. Aber wird klar abgepfiffen. Oh Gott. Fabregas ist niemals so schnell. Oh. Habe ich ihn extra noch angenommen mit der Brust. Und es reicht aber nicht. Traumchance noch zum Ausgleich, aber 1-2 gewinnt Chelsea. Ja. Wir sehen uns bei der nächsten Prognose. Lasst einen Kommentar da, auch wenn es euch nicht gefällt, was man besser machen kann. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.